Juhu! So Leute, heute, es ist schon ziemlich spät und ich wollte eigentlich schon schlafen gehen, aber jetzt bin ich auf einmal noch motiviert. Ich sage euch jetzt ein paar, mir sind euch ein paar Sachen eingefallen, voll gerade. Hey. Das taugt mir, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Peter Elia und ich habe eine Message an die Welt und einen Teil davon möchte ich jetzt sagen, nämlich die Frage ist in mir immer wieder aufgetaucht in den vergangenen Jahren, wie komme ich wieder zu der Kraft, zu dem Potenzial, das ich auch mal als Kind in mir gehabt habe. Diese Full Power. Ja, also wenn du sagst so, hey, wow, ich glaube, ich könnte das jetzt Baum ausreißen und ich kann fliehen. Ich kann einfach voll wegrennen und echt die rein. Ey, mir kommt sicher nie einer nach, weil ich bin so schnell. Da wärst du einfach sicher, dass kein Mensch dich jemals einholen könnte. Und obwohl es dann nicht einmal voll gerannt bist. Gell. So wie ein Hund, wenn er im Gras rennt oder ja. Und ja, und dann habe ich einfach experimentiert, probiert, hin und her und her und wieder. Und jetzt gibt es ein paar Hotspots, die was richtig fetzen. Und da möchte ich jetzt gleich mal einen davon, oder zwei, ja, zwei so coole Sachen erzähle ich jetzt einmal. Nämlich, das erste ist, schaut, wie es euch ernährt. Schaut auf eure Nahrung. Schaut, dass eure Nahrung lebendig ist. Wir leben. Kommt voll Leben. Und Licht kommt von Licht. Und Freiheit kommt von Freiheit. Bereitet also in Freiheit euer Essen zu. Nehmt euch Zeit. Zumindest ein oder zweimal am Tag euer Essen wirklich so zum Nehmen, wie es ihr Essen behandelt für mich jetzt. Dann kann euch euer Essen Leben mitteln. Dann wird es zum Lebensmittel. Und schaut, wie es euch ernährt. Grobstoffig, aber auch feinstofflich. Schaut, dass die Wertigkeit passt. Schaut, dass euer Lebensmittel, euer Gedanke, euer Wort, euer Tat etwas transportiert. Diese hohlen Sachen, das beim, hätte ich schon fast gesagt, die man manchmal irgendwo kriegt, die interessieren kann. Die interessieren euch nicht wirklich. Die halten euch an der Oberfläche, verblenden euch und lassen euch nicht in die Tiefe gehen. Das ist okay, aber es ist halt fad da oben, gell, an der Oberfläche. Und schaut, dass eure Nahrung also wertig ist, dass lichtvoll ist, dass was transportiert. Sowohl also die grobstoffliche, also eure Worte, Gedanken, Handlungen und Taten, euer Umfeld. Was lasst es in euch ein? Gell? Welche Energien? Lasst ihr in euch einen Raum ein? Wie heil ist euch ein Raum? Heilig. Heilig ist gar nicht so heilig. Heilig ist einfach nur heil. Und heil ist, Entschuldigung, aber wirklich das Natürlichste auf der Welt. Okay? Da brauche ich nicht heilig sein, also sage ich, möchte gern mehr leben. Heilig leben. Weil ich möchte heil sein. Krank ist für mich nicht der Optimalzustand und schon gar nicht mein natürlicher Zustand. Also mit der Ernährung, da ist echt viel drinnen. Okay. Das setzt euch zusammen. So wie ihr hier ernährt, so seid ihr auch unterwegs. Okay. Und segnet euch ein Essen. Setzt euch hin, oder zweimal am Tag, und macht einen kurzen Tischsegen. Sagt einfach, hey, danke fürs Essen. Das reicht dann auch schon. Gell? Kurze Segensbewegung, einmal mit der Hand. Und sowas hat wenig mit spirituell zum tun. Weil wisst ihr warum? Jetzt sage ich euch mal was. Meines Erachtens auch hat das viel mit der Fähigkeit, klar zum Denken zum tun. Weil wenn ich heute klar denken kann, dann weiß ich, was die Wissenschaft bewiesen hat. Und die Wissenschaft hat bewiesen, die Quantenphysik, dass alles Plus und Minus ist. Und das, was ich aussende, das kommt, also das produziere, das wird manifest. Ich erkläre es euch. Die Materie ist Plus und Minus.
Ich erkläre es jetzt wirklich voll einfach, aber wirklich effizient und essentiell punktuell. So wie auch die Wissenschaft das in kurzen Worten erklären kann. Die Materie ist plus und minus geladen. Jeder Sessel, jeder Tisch, alles ist mit Plus und Minus Atome. Also alles besteht aus Atome, die Atome sind Plus und Minus geladen. Und was machen die? Die schwingen. Ein Sessel schwingt langsamer, die Sesselatome, als wie ein Menschenatom. Ein Steinatom schwingt wieder langsamer, als wie ein Baumatom zum Beispiel. Das weiß man, das ist bewiesen, also das können wissenschaftliche Messungen belegen und das kann man mittlerweile sogar fotografieren. Ja, Aura und so. Ja, also spirituell. Heilig und so, klar. Ist wissenschaftlich erwiesen. Also, ich bin also wir waren bei der Materie, die ist plus und minus gelernt, gell? Und dann bin meine elektromagnetischen Impulse, also das menschliche Denken und generell der ganze menschliche Körper innen, die Neuronen, die ganzen Schaltprozesse, die Synapsen, die Nerven, die ganze Reizleitung funktioniert über elektromagnetische Impulse. Das weiß man heutzutage genauso, wie das es bei den Bäumen im Prinzip genauso ist. Und wenn ich also jetzt Plus und Minus irgendwie, also sobald ich anders denke, sind auch meine Gedankenströme anders Plus und Minus gewichtet. Die sind dann nicht nur Plus, Plus oder Minus, Minus, die sind Plus, Minus. Das ergibt immer ein anderes Ergebnis. Ja. So wie beim Computer, das ist ja auch nur Plus und Minus eigentlich, was man eingibt für den Computer. Aber die Abfolgen, wie man es eingibt, die ergeben dann die verschiedenen Wörter oder Bilder oder Worte, Gedanken, Handlungen und Taten in unserem Leben. Und wenn ihr so jetzt also einen Gedanken aussendet, dann wird der ein Manifest da draußen. Ich verändere damit, was im Großen führt. Das wollte ich damit sagen. Und das ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Okay. Und es liegt in unserer Verantwortung, wie wir die Welt mitgestalten, wie wir uns mitgestalten, ob wir Leben vom Leben kommen lassen oder ob wir träge, furchtbare Gedanken nachhängen und wie schlecht die Welt nicht ist. Und damit eigentlich, Leute, wenn es andere Leute anschwärzt, neidig seid oder sagt, das ist nicht richtig, was du tust, damit näherst du das dunkle Kollektiv und nicht das positive Kollektiv. Damit gehst du in eine Richtung, in die du eigentlich selber nicht gehen willst. Gut aufpassen. Und immer dem Licht dienen. Blendet die dunklen Sachen ruhig ein bisschen aus, die interessieren kann mehr. Wenn ich heute in einem Keller das Dunkle draußen haben will, dann trage ich es auch den Sackeln raus, dann befasse ich mich mit dem Licht, ich knipse einfach den Schalter an. Und auf einmal ist das ganze Licht da in dem Raum und es ist kein Dunkel mehr drinnen, ohne dass ich es in den Sackel versucht habe zum Auszuzahlen. Konzentriert euch auf die lichten Tätigkeiten, auf euer Licht und auf das Gute in der Welt. Es gibt viel davon. Mehr, als man oft glaubt. Jetzt sind wir beim Thema Anschaustäbchen. Jetzt mache ich einen Point. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt euch den Booster Gedankengut, Nahrung, Lebensmittel. Und der zweite Booster, der jetzt dann gleich kommt, dann wird es klar hängen, aber im nächsten Video. Das ist vielleicht ein bisschen kürzerer. Aber dann nehme ich einfach auch noch rein. Also dann. I got you. In Liebe und Dankbarkeit. Euer Sternenfreund Peter Elia.